In diesem Video geht es zu den Abenteuern der Ritter in Ostfriesland, zum Wasserschloss Evenburg. Die Evenburg befindet sich im Leraner Ortsteil Loga, unweit der Leda. Das Schloss bietet neben den Dauer- und Sonderausstellungen auch viele weitere Veranstaltungen im Park und im Schloss. An Sonntagen und Feiertagen werden öffentliche Gästeführungen angeboten. Außerdem sind Themen- und Theaterführungen mit vielen interessanten Inhalten möglich. Die erste Evenburg ließ Oberst Erhard Reichsfreiherr von Ehrentreuter als barockes Wasserschloss erbauen. Das aufwendig gestaltete Hauptgebäude befindet sich auf einer Insel, die von einem breiten Wassergraben umgeben ist. "1975 kaufte der Landkreis Leer das Schloss, den Meierhof und die dazugehörenden 110 Hektar landwirtschaftliche Fläche. Kurz danach fand eine erste Sanierung durch den Landkreis Leer zur Substanzerhaltung statt. Im September 2004 wurde mit den Restaurierungsarbeiten im Eingangsbereich des Schlosses begonnen. Seit Mai 2014 ist die Evenburg mit einer Dauerausstellung zum Leben und Wirtschaften einer adligen Familie im 19. Jahrhundert und als Zentrum für Gartenkultur geöffnet. Schloss Evenburg ist von einem Schlosspark mit Wiesen, Baumgruppen und Wasserflächen umgeben. Im Schlosspark gibt es ein Café, einen Biergarten und für die kleineren Besucher einen sehr schönen Spielplatz, etwa 50 Meter links neben dem Eingang. Der Park und die barocken Alleen wurden 1978 als Natur- bzw. Kulturdenkmal unter Schutz gestellt. Im Jahre 2000 wurde auch der Park saniert und das gesamte Gewässersystem erneuert. Heute lädt der schöne Park zum Spazieren und Verweilen ein.